Ich stand das erste Mal in den Hallen bei meiner Bewerbung und da habe ich auch gestaunt. Aber das ist die Realität, wo man denkt, wow, dass man das alles verschaltet, dass das irgendwie funktioniert. So viele Sachen aufeinander gestapelt, dass das alles tatsächlich zu einem Ergebnis führt. Auch wenn man damit jeden Tag zu tun hat oder so, ja, sollte man den Respekt davor nicht verlieren. Und glaube ich, tut man auch nicht. Im Speicherring, da werden Elektronen im Kreis geschickt. Und wenn die im Kreis geschickt werden, dann strahlen die Licht aus. Dieses Licht benutzen wir als Sonde. Das heißt, das Licht hat ganz, ganz exakt bestimmte Eigenschaften und darauf können wir genau verstehen, was in unseren Materialien passiert. Die Elektronen muss man ja lenken und das Lenken machen wir mit Magnetfeldern. Und das Magnetfeld muss dann dementsprechend immer abwechselnd sein, damit das Elektron mal nach rechts und mal nach links, mal nach rechts, mal nach links fährt. Und dann hat man also praktisch so einen Kampf von ganz vielen sehr starken Magneten. Und die gehen dann über mehrere Meter laufen die. Und da müssen die Elektronen jetzt durchlaufen mit einer extrem hohen Genauigkeit. Also wir gehen in diese kleinen Dimensionen, weil sich dann die Eigenschaften ändern, weil wir ganz neue Eigenschaften generieren und manipulieren können. Durch diese ganze Technologie können wir unsere Materialien viel besser verstehen. Wir verstehen viel besser, was in den Solarzellen vorgeht. Alle kennen den Regenbogen, das heißt, wenn das Licht gebrochen wird, dann sortiert es sich in seine Spektralfarben. Das heißt, ich habe blaues, rotes, grünes Licht. Aber den nahen infraroten Bereich, die Wärmestrahlung, die möchte das Silizium nicht so gerne absorbieren. Und da müssen wir dem Silizium helfen, indem wir es auf Nano- und Mikrometerskala strukturieren. Das Energieproblem kann man nicht mit Photovoltaik allein lösen. Nachts scheint die Sonne nicht und im Winter ist es auch mal längere Zeit dunkel. Das heißt, wir müssen die Energie speichern. Auf kurzer Zeitskala, zum Beispiel in Batterien, aber auch saisonal mit sogenannten chemischen Speichern. Unser Traum ist eigentlich, dass wir ein Material haben, was wir in Wasser hängen und wir beleuchten das mit der Sonne und dann an einer Seite geht Wasserstoff raus und an der anderen Seite geht Sauerstoff raus. Und die Wasserstoff können wir dann nutzen wie eine umweltfreundliche Brennstoff. Und wichtig für uns ist, dass es immer wieder neue Ideen gibt und dass man diese Ideen aber auch umsetzen kann, sodass man an einzelnen Stellen vom grundlegenden Verständnis bis hin zu einem Bauteil kommt, was man auch wirklich einsetzen kann. In der Industrie geht es natürlich nicht darum, mal eine Rekordzelle zu machen, was für die Wissenschaft das Allerhöchste ist. Da kann man zeigen, so, das ist das Potenzial, das ist vielleicht oder das ist drin. Und dann ist die spannende Frage, ist das jeden Tag drin? Ist das wirtschaftlich drin? Ist das umsetzbar? Kann man nicht alleine machen, will man gar nicht alleine machen, weil man so viele verschiedene Expertisen braucht. Wir sind eng vernetzt. Wir haben in Deutschland viele Institute und Universitäten, mit denen wir zusammenpassen, aber auch in Europa und weltweit. Energieforschung ist nicht nur Physik oder nur Chemie oder nur Maschinenbau oder nur Elektrotechnik, sondern im Grunde eine Mischung von allem. Und da brauchen wir Leute, die das Interesse mitbringen, sich auch für andere Disziplinen zu begeistern und die von ihrer Arbeit fasziniert sind. Innovation ist der große Begriff, aber kleine Erfindungen brauchen wir fast täglich an jeder Ecke. Wir tasten immer sozusagen am Rand von dem, was möglich ist.
Und dafür braucht man Kreativität. Das kommt zum Beispiel zum Frühstück oder das kommt auf eine andere, ganz andere Zeit. Und dann vielleicht gibt es so einen Moment, einen Eureka-Moment, dass wir sagen, also wenn wir das kombinieren mit das, dann gibt es vielleicht etwas Neues, was schön ist, was wir brauchen können.